Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, da sind wir wieder. So ähnlich, ne? Wenn ihr das seht, ist es Mittwoch. Heute ist es Samstag. Wir sind beim Mini-CSD im Moers. Hinter uns seht ihr den Moerser Bahnhof, irgendwo da. Ah, ja. Und da fängt es auch schon an, wenn ihr das seht, mit dem zweiten Mini-CSD. Heute ist eine längere Tour. Wir sind natürlich nur im Kreis Wesel dabei. Und, ja. Ja, mal gespannt, was da so abgeht. Bis nachher. Also, los geht's. Hast du schon einen Regenbogen in Schwarz-Weiß gesehen? Kinder, die immer nur leise sind, das gibt es nicht. Hast du Träume, die du nicht erreichen kannst? Gefühle, die du niemandem zeigen darfst, die gibt es nicht. Tellerrand sehen, alles bunt. Muss nur ein Stückchen weiter gehen. Ich spiel die Luftgitarre und wir singen. Und wir singen. Komm, lass uns die Welt bemalen in Regenbogenfarben. Wir wollen sie überall. Er und er, zwei Eltern, die ihr Kind zur Kita bringen. Sie und sie tragen jetzt den gleichen Ring. Alles ganz normal. Alles ganz normal. Er und sie, er schmiert die Brüchen, die sie nach Hause bringt. Du und ich, ganz egal, wer wir auch sind, wir sind ganz normal. Wir sind ganz normal. Wir haben heute, glaube ich, ein ganz wichtiges Zeichen gesetzt. Wir haben nämlich für Sichtbarkeit gesorgt. Sichtbarkeit, die in Städten wie Moers, in der Peripherie, im ländlichen Raum immer etwas zu kurz kommt, sage ich mal, aber gerade in Zeiten von Corona eigentlich in der ganzen Welt gerade nicht da ist. Aber unsere Anliegen, unsere Bedürfnisse, unsere Probleme, die werden durch Corona nicht weniger, die werden im Zweifelsfall sogar schlimmer. Umso wichtiger, dass wir dieses Zeichen gesetzt haben und diejenigen, die mitgelaufen sind, die haben gesehen, es gab Reaktionen, wir sind gesehen worden, es gab vermeintlich positive, vermeintlich negative Reaktionen. Und das Ganze zeigt mir eigentlich, dass der CSD drei Eigenschaften hier hat. Er ist, so wie wir ihn durchgeführt haben, politisch. Also keine von Wodka-Herstellern gesponserte Sommerparty, sondern eine echte politische Demonstration. Der CSD ist notwendig, das haben wir gesehen, weil es eben diese Reaktionen gab. Da ist irgendwas passiert, was die Leute nicht gewohnt waren, deswegen eine Notwendigkeit. Und ich habe mich sehr gefreut über den Zuspruch, aber gut fand ich auch die Leute, die sich daran gestört haben, denn das zeigt mir, der CSD ist auch im besten Sinne unbequem. Und deswegen rufe ich euch zu, lasst uns nicht nur heute hier in Moers, sondern immer sichtbar sein. Lasst uns offen, frei sein, wer wir sind und was wir sind. Und vor allem lasst uns im besten Sinne auch mal unbequem sein. In dem Sinne, Glück auf und Aloha! Ihr Lieben, ihr hört den Krachner im Hintergrund oder die schöne Musik. Das war's. Sehr schön, tolle kleine Runde gemacht. Die Leute haben Spaß und
Wetter ist natürlich 1A. Yeah! Wir haben natürlich auch weiteren unsere Aktionen für euch. Desperate und Test in der Aids-Hilfe. Jeden ersten Dienstag im Monat von 16 bis 18 Uhr und jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat von 18 bis 20 Uhr. Meldet euch an auf hiv-test.herzenslos-duisburg.de und immer noch kostenlos, aber nur zu den Zeiten. Ja, was habt ihr da selber wie gestern? Tja, mein Dienstoutfit, ne? Meine Brüste.